herzliches Glück auch von meiner Seite, liebe Schalker Freunde. Ich glaube, bevor wir starten, müssen wir aber erstmal Winnie Kuhnert und seinem ganzen Team einen dicken Applaus spenden, was die heute hier auf die Beine gestellt haben. Das ist richtig toll. Danke, Winnie. Für mich als Bürgermeister hier der Stadt Herten ist das eine ganz tolle Geschichte, mit einem meiner Lieblingsspieler hier zu sitzen. Derjenige, der wie die Rakete rauf und runter läuft und tolle Tore für unseren Verein in den 213 Spielen, die er für Schalke gemacht hat, geschossen hat, 53 Tore, 71 Vorlagen. Also wirklich einer, der inzwischen schon eine Legende ist. Aber die allerwichtigste und für uns bedeutendste Frage ist natürlich, Jeff, was macht das Knie? Wann sehen wir Sie wieder auf dem Platz? Mein Knie ist alles in Ordnung. Ich hoffe, ich kann möglich der Mannschaft helfen. Und ja, gucke nächsten Monat vielleicht auf den Platz mit der Mannschaft. Ne? Das hört sich ja schon richtig gut an. Geht es mit ins Trainingslager? Denke nicht. Okay. Das heißt, weiter kräftig ackern in der Reha und hoffen, dass es dann irgendwann im Laufe Januar wieder auf den Trainingsplatz geht? Ja. Der Doktor sagt, ich muss warten noch ein bisschen und danach muss fit sein, 100%. Und danach trainieren mit Mannschaft, ich denke, im Februar. Ne? Mhm, super. Wie schwer ist das, wenn man so lange verletzt ist? Im April war der letzte Comeback-Versuch. Wie bleibt man da motiviert? Ja, Familie. Ne? Meine Familie ist immer mit mir zusammen. Die motiviert immer. Ganz schwer, so lange verletzen, aber das ist Fußball. Ne? Ich muss weiter konzentrieren, weiter gut Reha machen. Ja. Und ich hoffe, schnell wie möglich auf Platz, ne, mit Mannschaft. Wenn man jetzt so sieht, in Peru groß geworden, bei den Clubs in der Hauptstadt gespielt, welches Gefühl gibt es in Peru für Fußball? Ist das die Sportart Nummer 1? Ist das, wovon man immer träumt, Fußballprofi zu werden als kleiner Junge? Ja, Peru ist alle Traum vom Fußball, alle verrückt vom Fußball, so wie hier in Deutschland. Ja, ich auch mit 16 Jahren beginne Fußball im Profi und danach weiter auf PSV Eindhoven und danach hier auf Schalke mit 6 Jahren spielen. Ganz toll hier, denn ich wollte noch bleiben hier. Wie ist das, wenn man aus Peru nach Holland kommt? Ist das eine große Umstellung fußballerisch? Ja, richtig kalt, aber der Fußball in Holland war auch gut. Aber ich denke nicht so wie hier in Deutschland. Ich mache Fußball hier in Deutschland, darum ich bleibe so lange hier, auch auf Schalke. Ich denke, ich nur spiele hier in Deutschland, nur auf Schalke. Es ist blau und weiß, so wie ich beginne in Peru auch in einer Mannschaft, blau und weiß, Allianz Lima. Ja, es ist ein Traum hier zu spielen. Wie ist das, wenn man auf Schalke kommt? Dann ist man ja in einem ganz besonderen Verein mit vielen Verrückten, das muss man ja auch sagen, die das Leben des Vereins ja auch nicht immer ganz einfach machen. Kriegt man da eigentlich als Spieler eine Menge von mit, dass dieser Verein schon ein Mythos ist? Ganz toll hier das Spiel. Mein Berater, alle weiß, ich in diese 6 Jahre viel Option auch andere Mannschaften gehe, aber für mich die beste Mannschaft hier in Deutschland auf Welt ist Schalke 04. Darum ich bleibe hier und weiter noch bleiben. Wenn man jetzt im Fußball guckt, dann hat Schalke ja in den letzten Jahren doch ein bisschen Verschleiß an Trainern gehabt. Was machen die Trainer aus? Welche Unterschiedlichkeiten gibt es da? Ist das wirklich so, dass Magath derjenige war, der
böse war und beschliffen hat und alle die Treppen hoch und runter gescheucht hat. War das so? Ja, aber ganz schwer. Richtig, richtig schwer, ja. Ich habe schon mein Leben so trainiert, so wie mit Mara. Gibt es denn wirklich auch taktische Unterschiede, die man dann so kennenlernt, von Trainer zu Trainer? Ja, aber ja, mit Mara war richtig schlimm. Gibt es ein System, was Sie am liebsten spielen? Oder ist es wirklich rechts auf dem Flügel, rauf und runter? Oder zweite Spitze? Ja, ganz hoch. Ich habe schon gespielt auf Team, auf rechts außen oder links außen. Für mich ist das ist kein Problem. Mein Trainer sagt für mich, wo ich spiele, ich spiele gerne. Wenn man jetzt noch auf die Schalker Hinrunde guckt, dann fällt natürlich auf, dass Jefferson Fafan fehlt. Uchida alleine ist zwar stark, geht hoch und runter, aber da fehlt der Partner. Ist das so, wenn man das so von außen sieht, dass Uchida und Fafan die beiden sind, die auf der rechten Seite richtig Meter machen? Ja, mit Uchida ist so lange mit der Spiel, der kennt mich richtig gut, aber gar nicht viel reden, weil Uchida nur Japanisch reden. aber richtig gut mit Uchida. Ja, immer toll mit Uchida spielen. Jetzt gibt es einen neuen Trainer, Roberto Di Matteo, der, ich weiß nicht, ob zur Überraschung aller, aber von dem Kellersystem abgerückt ist und dann mit einer Dreierkette in der Abwehr im offensiven Moment bzw. mit einer Fünferkette gespielt hat. Ist sowas überraschend für die Spieler, dass ein Trainer dann zu einer etwas anderen Variante greift? Ja, ist gut, wenn ein Trainer kommt mit einer Variante, kann viel Option machen auf das Spiel. Und ich denke, in dieser Zeit, wenn ein Trainer hier ist, habe ich schon richtig gut gemacht. Wenn man jetzt so guckt, Schalke spielt Jahr für Jahr jetzt in den letzten 3 Jahren Champions League. Was wird im Spiel in Madrid drin sein? Wieder eine krachende Niederlage oder werden wir diesmal ein bisschen besser abschneiden? Ja, muss ein bisschen besser machen. Letzte Spiel habe ich nicht gut gemacht. Viele Fehler gemacht. Und jetzt muss ich richtig kämpfen. 1 gegen 1. Und ja, nur kämpfen. Ist das das, oder sind das die Spiele, die am meisten Spaß machen? Die internationalen Spiele, Champions League? Ja, internationale Spiele ist immer. Ja. Für mich persönlich ist immer Spaß. Ich spiele immer. Toll, auch mit meiner Mannschaft auch. Und ja, muss so bleiben, so spielen. Was werden die Schalke am Ende dieser Saison machen? Zweiter, dritter, vierter? Ist irgendwo so? Schafft man das? Geht das? Ich wollte Erste. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Bayern haben schon eine starke Truppe. Aber man kann auch mitspielen, oder? Ja, habe ich schon gesehen, letztes Spiel. Die Mannschaft hat schon richtig gut gemacht. 1-1 zu Hause normalerweise. Unsere Mannschaft kann es gewinnen. Wenn man jetzt so guckt, dann hat Jefferson Fafan doch bestimmt auch eine Idee von Fußball, wie er sie am liebsten spielt. Ist das wirklich offensiv, immer hoch und runter? Oder was ist. Was ist das, die Lieblingsvariante, die technische Variante von Jefferson Fafan? Ja, mein Lieblingsspiel ist nur nach vorne. Ja, ich spiele immer toll, ich spiele rechts außen, so vorne, runterkommen, so wie immer ich spiele. Wie ist das mit der peruanischen Nationalmannschaft? Sie haben da viele Jahre gespielt. Peru hat ja leider die Qualifikation, wenn ich das richtig im Kopf habe, zur WM nicht geschafft. Hat Peru eine Chance, demnächst wieder bei dem großen Turnier dabei zu sein? Ja, wir versuchen immer. Südamerika ist richtig schwer, auch gute Mannschaft. Brasil, Argentinien, Paraguay, Chile.
gute Mannschaft, aber uns muss kämpfen und versuchen, die nächste Jahr Qualifikation in den Jahren. Gibt es eine gute Nachwuchsarbeit in Peru? Gibt es gute Talente? Ja, gibt es gute Talente, aber ja, muss mehr trainieren, ist nicht so wie Deutschland. Wenn man jetzt so auf Europa guckt, dann sieht man die großen Mannschaften, Real, Barca oder andere, PSG vielleicht noch. Gibt es eine Mannschaft, wo man sagt, wow, die spielen richtig toll? Bisschen schwer, aber ja, die versuchen, die Mannschaft immer schönes Spiel, gute Taktik machen, aber ich denke nicht so wie Real Madrid, PSG und Barcelona. Wie ist das, wenn ich mir das Leben eines Fußballprofis angucke? Wie muss ich mir so einen typischen Tag vorstellen? Wie häufig trainiert man da? Ist das einmal, ist das zweimal? Beginnt das mit Kraftübungen oder ist das nur auf dem Platz? Ja, da in Peru trainiere ich so zweimal am Tag. Mache auch ein bisschen Krafttraining vor dem Training und so. Ja, der macht immer viel in Südamerika mit Ballen und trainieren. Nicht so wie hier, machen ein bisschen Kraft, ein bisschen Laufen in Trainingslager, so wie mit Marat, weißt du? Aber Peru nicht so. Und wenn man jetzt so guckt, hier auf Schalke, ist das Training, wie ist so eine typische Woche von Montag bis Freitag vor dem Spiel? Ist die mit viel Training versehen? Ja, jetzt normal. Man macht weg. Jetzt kann ich noch. Aber wenn man jetzt mal so ganz neidisch auf andere Vereine guckt, dann muss man ja sagen, hat man den Eindruck gehabt, dass unsere Königsblauen jetzt in der ersten Saisonhälfte nicht schnell genug und nicht fit genug waren. Stimmt das? Fit. Wird es aus Sicht von Jefferson Fafana noch viele Jahre Fußballprofi sein? 3, 4, 5 Jahre? 7 Jahre. Schon eine Idee, was danach kommen soll? Also, noch nicht. Trainer oder? Ja, vielleicht, kann sein. Ja. Aber in Deutschland bleiben oder zurück nach Peru? Ja, ich gucke noch. Da, wo Werber ist, ne? wenn man jetzt noch mal ein Stück weiter guckt, wir haben in dieser Saison ja ein riesiges Verletzungspech gehabt. Wir haben bestimmt 5 Spieler gehabt, die sonst immer in der ersten Mannschaft gespielt hätten, die verletzt waren. Wie kann man sich sowas erklären, dass so viele Spieler bei uns jetzt verletzt waren? Pech einfach nur? Ja, vielleicht Pech einfach. Oder ja, bei mir war schwer, so viele Spiele, nicht so viel Pause. Auch ich spiele mit Nationalmannschaft auf Schalke. Und ja, meine Verletzung, meine Knie waren. Kaputt. Ja. Müsste man dahin kommen, dass man dann weniger Spieler als Profi hat? Also nicht 50, 60 Spiele pro Jahr, sondern deutlich weniger? Wäre das besser für den Körper? Ja, vielleicht, aber ich mache immer Spiele. Okay. Wenn man nochmal weiterschaut, jetzt kommen die ersten Spiele,
Hannover steht an. Wie wichtig ist ein guter Start für die Mannschaft? Gibt das ein Selbstvertrauen und man geht so ein erstes Spiel besonders gespannt an? Ja, die Mannschaft war im Moment richtig gut und viel Vertrauen. Ich denke, das erste Spiel gewonnen. Einfach gewinnen, genau. Ich würde vorschlagen, wir öffnen jetzt die Runde und geben allen, die hier sitzen, noch die Möglichkeit, ihre Frage an Jefferson Fafan loszuwerden. Denn ich glaube, das ist doch mindestens noch genauso spannend. Ich gebe einfach mal mein Mikro weiter an all diejenigen, die noch eine Frage stellen wollen an unsere Nummer 17. Ja, einfach kommen. Und das Mikro an den Nächsten weiterreichen. Mit welchem Spieler teilst du dir auf Auswärtsspielen oder bei Heimspielen dein Zimmer? Hast du einen bestimmten Partner oder wechseln die Partner pro Auswärtsspiel? Wer ist alleine? Ich schlafe alleine. Hallo Jeff, erstmal. Wenn du wieder richtig fit bist, wirst du voll einsteigen, habe ich keine großen Bedenken. Aber wie schaut es aus? Wie siehst du Schalke 04 nächstes Jahr, wo in der Tabelle stehen? Ich hoffe auf zweite oder erste. Gibt es weitere Fragen? Kann ich so nicht erkennen. Ja, dann sind wir am Ende der Fragerunde angekommen. Ich darf mich bei Jefferson Fafan an der Stelle schon mal bedanken, der sich als, denke ich mal, sehr sympathischer Mensch dargestellt hat und hier sicherlich einige interessante Fragen beantwortet hat. Und gleichzeitig darf ich mich auch bei unserem Bürgermeister Dr. Uli Petzl bedanken, der natürlich auch sehr interessante Fragen gestellt hat. Ich weiß jetzt an der Stelle noch mal. Soll ich knipsen? Ist egal, das ist ein guter Mann, ja.